Dieser Ort hier scheint doch ein bisschen seltsamer, verdächtiger und korrupter zu sein, als wir anfangs vermutet haben. Jetzt mit unserem neuen Little Boshi sind wir hier in der ersten Liga und kämpfen uns nun nach ganz oben, um herauszufinden, warum wir eigentlich hier kämpfen. Denn, wie wir festgestellt haben, der Gürtel von dem Champion ist fake und nicht der echte. Aber er merkt es natürlich nicht. Ah, Bomba, du wirst also kämpfen, ja? Okay, der nächste Gegner, Rang 7. Ich hab's leider geskippt, sorry. Aber du sollst auf jeden Fall deinen Partner nicht wechseln. Vertrau deinen Partner. Ah, das ist doof, jetzt habe ich aber Little Boshi ausgewählt, ne? Ne, dann hab ich das nochmal. Na gut, wie du meinst. Der nächste Gegner, Rang 7. Du kämpfst gegen die Schattengang. Warte, die Schattengang? Kämpfen wir die nicht sogar schon? Bevor du kommst, solltest du mindestens zweimal eine Partnerfähigkeit einsetzen. Okay. Hab's ein bisschen abgeändert. Nur für dich. So. Okay. Bam, bam, bam. Der neue Hammer macht auch neue Sounds, ne? Okay. Bin mal gespannt, wie stark der Hammer jetzt im Kampf sein wird. So. Apropos, Schattentrio jetzt, ne? Nee. Okay, mit Schattentrio war was anderes gemeint. So, Bamba Luigi kämpft gegen die unaufhaltsamen Schattengang. Das soll die Schattengang sein? Bamba, wir machen dich fertig. Let's fight. Die wollen mich fertig machen? Dass ich nicht lache. Da bin ich mal gespannt, was die so drauf haben sollen. Nutze mindestens zweimal Partnerfähigkeiten. Okay, also der Kampf muss ein bisschen länger gehen. Mindestens zwei Runden. Darf also nicht zu viel machen hier. Das ist ein Schatten-Cooper. Er gehört zur Familie der Coopers. 8 KP, 3 Angriff, 1 Verteidigung. Anders als ein normaler Cooper greift er auch an, wenn du ihn umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also wirklich ein finsterer Typ. Besiege lieber schnell. Okay, das sind also andersrum als bei normalen Koopas. In ihrer normalen Form sind die schwächer. Das sieht man auch nicht immer. Ich glaube, das macht nicht genug Schaden, ne? Das ist doof. Ich habe eigentlich gar nichts wirklich. Man macht größer und erhöht die Angriffskraft. Das könnte ich ausprobieren. Andererseits, wisst ihr was? Ich glaube, ich... Kann ich wechseln? Nee, schade. Nee. Ich verteidige. Und dann machen wir es folgendermaßen. Nächste Runde tue ich nochmal scannen, weil den Paraschattenkuber muss ich ja auch noch scannen. Und dann machen wir unsere Sternattacke. Weil die sind ziemlich stark und ich habe leider keine Items. Ich gehe auch gar nicht einkaufen. Ich bin da selber schuld. Außerdem hat er sich gerade gebufft. Habe ich es richtig gesehen? Ja, nicht gut. Was ist ein Schattenparer? Schattenparer sind geflügelte Schattenkoopers. 8 KP, Angriff, eine Verteidigung. Ohne Flügel sind die normale Schattenkoopers. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Ja, das ist das Gleiche. Ja. Genau. Verstehe. Doch was die verstehen müssen, ist der Schmerz, den ich ihnen jetzt bereite. Bleib. Ja, dauert ein bisschen. Aber sobald ich hier fertig bin, werdet ihr ein silbernes Wunder erleben. Ihr blauen Schattenkoopers. Bam. Komm, das killt ihr doch, oder? Das macht doch 8 Schaden auf alle. Bam! Nein! Nein! Die leben alle noch. Okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Du besiegst den Flatterer. Bleib. Ja gut, der ist schon mal umgekippt. Ja, und ehrlich gesagt... Wirbelschlag. Hammerschlag, der auch die hinteren Gegner beschädigt. Ja, dann machen wir das doch, oder? Ja! What? Null Schaden? Ernsthaft? Die eine Verteidigung macht so einen Unterschied? Okay, krass. Ja, okay, dann springen wir einfach auf die drauf. Sind sie direkt down. Schade, ich dachte eigentlich, ich könnte mit dem Hammer was ausrichten, aber bei diesen Gegnern scheinbar nicht.
Blödes Timing. Zumindest haben wir gewonnen. Habt ihr gemerkt, Umbrina ist stärker gewesen? Wegen unserem Orden. Wow, Bobbelhütte hat schon wieder gewonnen. Yeah. Bomber! Was? Was wollen die beiden jetzt auf einmal hier? Hä? Hey, was soll denn das? Die Stahlbrüder platzen hier einfach rein? Du hast uns damals ganz schön fertig gemacht, Mann. Das ist halt wieder heim! Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also, es geht los! Was zum... Hä? Geht's noch? Naja, okay, jetzt gibt's ganz viel Publikum. Aber trotzdem, was zur Hölle? Na gut, wir wissen ja, wie wir gegen die ankämpfen. Little Boshi setzt einfach seinen Saugmatz ein. Und dann passt. Ja. Ich weiß nicht, warum die nochmal kämpfen wollten. Können doch... Oh, meine Nase! Verdammt! Können auch nichts. Oder müssen wir jetzt jede Runde gegen die nochmal extra kämpfen? Weil die einfach nicht aufgeben. Ich habe keine Ahnung, Freunde, aber es wirkt so. Ja. Also die XP nehme ich trotzdem mit, danke. 10 Punkte immer. Oh yeah, wir sind schon bald wieder bei einem weiteren Level Up. Schon wieder verloren? Ja, das ist unser Bomber Luigi, wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Du bist unschlagbar, Bomber, und wir erwarten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Und damit endet unsere heutige Vorstellung. Also bis bald in der Arena. Yeah. Jetzt sowieso vor heute in der Folge, hier richtig weit zu kommen, vielleicht sogar durchzuzocken. Exakt 17 Münzen. Nice, wir verbessern uns auch in der Ansicht. Rang 7! Sehr schön. Ich glaube, es wäre jetzt besser, wenn wir einmal ganz kurz uns heilen gehen. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Oh! Hey, Bomber! Schon wieder eine Mail? Einmal wird spannend! Ich wollte gerade sagen, ich vermisse das, dass der Cooper ihn immer angesprochen hat, aber jetzt kriegen wir dafür stattdessen Mails von mysteriöse Person X. Schauen wir mal. Pock! Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Oh Mann, die Drohung! Schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Nur, wer hat sie uns dann geschickt? Stimmt, wer hat uns gedroht? Wir sind erledigt? Haben die gesehen, wie gut wir kämpfen? Wir haben bisher jeden einzelnen Kampf gewonnen. Glaube ich. Aber ja. Die wissen gar nicht, mit wem sie hier sprechen. Hallo, Bomber. Okay, Rang 6. Du kämpfst gegen das Fuzzy-Trio. Im Folgenden Kampf solltest du höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Das Publikum liebt keine schwächelnden Stars. Okay, zeig mal einen guten Kampf. Okay, 20 Leben? Ne, weniger als 20 Leben, meint er, ne? Jo, Bomber, du schaffst das. Danke, Mann. Selbst die Security glaubt an mich. Ich habe schon so viele Fans. Das habe ich Yoshi wieder draußen gehabt. Muss ich nochmal wechseln. Oder? Kennen wir die? Ich bin nicht sicher. Okay, die Gegner am Folgenden Kampf sind Bomber Luigi gegen die unersättlichen Sauger, das Fuzzy-Trio. Bomber und ich, wir sind unschlagbar. Witze, Witze, wir werden euch auch sagen, Witze. Das klingt ekelhaft. Let's fight! Na schön. Du darfst höchstens 20 Schaden erleiden. Ja, ich muss sie scannen. Ja, es ist nervig. Okay, erste Runde müssen wir einfach nur einstecken. Was zum... Nein, nein, keinen Stein werfen. Blöden Krusion. Was machen die hier überhaupt? Wir werden, glaube ich, die ganze Zeit schon immer beobachtet von denen. Und deshalb schauen die hier im Publikum zu, glaube ich. Das ist ein Waldfuzzy. Waldfuzzys finden sich meistens nur im Wald. 5 KP Rang auf Feldverteidigung. Wie normale Fuzzys saugen sie deine KP, um sich selbst zu regenerieren. Boah, dieses Saugen fühlt sich ziemlich eklig an. Oder wird das vielleicht besser, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat? Waldfuzzys können sich auch teilen, so erhöht sich die Zahl deiner Gegner. Sollst sie also lieber schnell besiegen. Was war das denn für eine Anmerkung, Umbrina? Ach du meine Güte.
Entschuldigung! Das hat sie also damit gemeint. Und was macht der? Oh, der klappt mir BP! Oh, zum Glück habe ich meinen Orden, der BP wieder auffüllt. Aber hey! Gumbrina, kannst du mal kurz was über den Wiesenfassi sagen? Ja, ja, kein Problem, warte kurz. Ah, ich ist die Seite, okay. Das ist ein Wiesenfassi. Wiesenfassis haben eine recht hübsche Färbung. 6 HP, 3 ungefähr Verteidigung. Wiesenfassis saugen im Kampf unsere BP ab. Also pass auf, wenn unser BP bald niedrig ist. Wenn sie genug BP haben, verwenden Wiesenfassis magische Attacken. Wir sollten sie also vorher besiegen. Ah, da ist es! Das ist es, die BP-Blütenpunkte machen die Wiesenfassis so hübsch. Ist doch klar. Okay. Glaubt ihr, der Erdbeben wird hier ausreichen? Versuch was. Ja! Na, nicht ganz. Mist. Aber hey, dann haben wir auf den Deckel bekommen. Ah, lass mich in Ruhe. Ah, verdammt. Ja, der kann mir leben. Also heilt er sich auch damit? Wow! Oh, das war stark. Oh, Mist. Und jetzt haben sie wieder voll geheilt. Warte, wie viel Schaden habe ich genommen? 19, F12? 12 Schaden? Ich muss jetzt dringend was unternehmen. Was? Vielleicht der Multikopfnuss auf... Naja. Einen von denen? Oder normaler Kopfnuss aus den hinteren? Oh, sehr schön. Wir machen jetzt 6 Schaden. Boah, hab ich voll vergessen. Okay, aber das war, glaube ich, sinnvoll. Ansonsten... Ja, den Wirbelschlag könnte ich ausprobieren. Ja, probieren wir ihn mal aus. Ja! Okay, der vordere ist zumindest schon mal down. Aber die machen so viel Leben weg. Das ist gar nicht gut. Okay, 2 Schaden. Ich glaube, sind wir bei 13 jetzt ungefähr? Oh nein! Kann nicht dein Ernst sein! Was ein nerviger Kampf. Habe ich wirklich gar nichts? Nö. Ja. Ärgerlich und blöd. Aber. Na, ich hätte andersrum machen sollen. Verdammt! Voll mit Kupio kämpfen. Na egal. Ich springe auf ihn drauf. Da sollte er down gehen. Ja. Zumindest einer weniger da. Das hilft schon mal ein bisschen. Okay, er kämpft nicht, er macht einen neuen. Also er spawnt seinen Freund wieder neu und der kämpft. Ah, sind wir schon mal. Was sind wir? 15, 17? Wir müssen jetzt gewinnen. Sonst ist alles vorbei. Oh, ich hoffe, das macht genug Schaden auf alle. Nur zumindest die meisten. Komm schon! Es geht so. Es geht so. Als ob. Da muss ich jetzt einen Wirbelschlag machen. Wenn der nicht ausreicht, habe ich verloren. Nein! Oh, bitte spawnt der neuen Freund. Bitte greif nicht an. Bitte. Nein! Alter. Jetzt sind wir bei genau 20, habe ich recht? Aber es scheint noch zu, oh, es scheint noch zu gelten. Wir haben doch noch nicht verloren. Oh Gott. Das war jetzt aber richtig spannend, oder? Huiuiui. So, down ist er. Mein Gott. Das war ein wirklich spannender Kampf, wenn ihr mich fragt. Und da gibt es jetzt Level Up. Oh yeah. Und wisst ihr, was wir brauchen? Ich mecker schon so lange darüber. Wir brauchen endlich mal bei BP. Also erhöhen wir es auf die 20. Puh. Sehr schön. Und eine volle Heilung kriegen wir dazu auch noch. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Ich glaube, ich hätte auch einfach meine Sternattacke einsetzen können. Ich bin blöd. Ich dachte, ich muss auf 3 aufladen, aber ich glaube, 2 reicht sogar. Papa Leute hat gewonnen. Gewonnen. Ja, Mann, Kupio, du hast gewonnen. Sag mal, stolz auf dich. Du hast es richtig gut gemacht. Ah, 18 Münzen. Bald sind wir schon bei 20. Rang 6. Ah, sehr gut. Was jetzt alleine? Alright. Können wir wieder eine Mail? Was zum...
Hey, Bomber! Totskova hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan gebracht. Mir? Ein Kuchen? Der Kuchen sieht echt lecker aus. Davon wirst du bestimmt bärenstark, Mario. Möchtest du einen Kuchen essen? Ja, warum nicht? Hast du noch einen guten Appetit, Mario? Der leckere Kuchen hat deine Kräfte regeneriert. Okay, aber ich bin doch schon voll geheilt worden. Seltsam. Vielleicht hätte ich das doch nicht essen sollen. Was soll's, gehen wir weiter kämpfen. Das ist das Einzige, worauf ich gerade Bock habe. Oder was halt gerade sinnvoll ist zu machen. Ah, okay, nächster Kampf. Rang 5. Du kämpfst gegen die Kamek-Dämonen. Oder die Magikuba-Dämonen, wie auch immer. Bevor du kämpfst, solltest du mindestens 5-mal Schaden erleiden. Ja, einseitige Überlegenheit langweilt mich. Ja, er weiß, dass ich sowieso meine Sternkraft einsetzen würde, um den Kampf direkt zu beenden. Okay, dann lassen wir uns ein bisschen auf die Nase hauen und dann hauen wir den doppelt und dreifach wieder auf die Nase zurück. Haben die überhaupt eine Nase? Wir werden es gleich herausfinden. Alter, haben. Was für Spitzennasen die haben. Die Gegner sind Bombe Luigi und die Finsteren Finsterlinge, die Kamek-Dämonen. Okay, Mario, los geht's. Ihr werdet euch wundern, was echte Magie alles vermag. Ist das so? Gut. Das sind aber drei verschiedene Magikoopas. Müssen wir wahrscheinlich alle drei einzeln scannen. Ja. Dann drei Runden dafür aufbrauchen. Mindestens drei Runden kämpfen. Setze ich mir jetzt selber hier einfach als Ziel. Das ist ein roter Kamek. Oder ein roter Magikoopa. Ein rückgeteilter Magikoopa mit voller Zauberpower. 7 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Luigi ist im Publikum, seht ihr ihn? Neben Angriffszaubern versteckt seine Kraft auch Angriff und Verteidigung. Bis er allein schafft er sich durch Magie Doppelgänger. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten davon anzugreifen. Ich finde allerdings nicht, dass ihm Rot besonders gut steht. Was? Steht doch. Ich weiß jetzt nicht, wo dein Problem ist, ehrlich gesagt. Aber na gut. Ich will noch den hinteren mit angreifen. Kann nicht schaden. Das Publikum gefällt's. Was zum giganten Effekt? Boah. Geblockt und macht trotzdem 3 Schaden? Was zum. Alter. Er hatte 2 Effekte, die ihn nur mal übelst aufbuffen. Das gibt's doch nicht. Ich muss erstmal den Weißen da scannen. Ba-ba-ba-bam. Das ist ein Weißer von denen. Ein weiß gekleideter mit voller Zauberpower. 7 KP für Angriff und Verteidigung. Sein Spezialität sind Erfrischungszauber, mit denen er seine Gegner fit macht. Ist er allein, schafft er sich durch Magie Doppelgänger. So. Ja, verstehe. Okay, einen Angriff müssen wir noch aushalten. So würde ich vorschlagen, beseitige ich den vorderen zumindest schon mal. Bis der keinen mehr aufbufft. So wie den da hinten. Was macht der denn jetzt eigentlich? Okay, geblockt, schön. Wow. Was? Achso, er hat seinen Kollegen nur gebufft. Idiot. Was ein Volldepp. Checken wir mal kurz ab. Okay, ein grüner von denen. 7 KP für Angriff und Verteidigung. Kann sich selbst oder seine Gegner elektrisch aufladen oder durchsichtig machen. Ist er allein, schafft er sich durch Magie-Doppelgänger. Okay. Nichts Besonderes, aber zumindest wissen wir mehr über unseren Gegner nun Bescheid. Das ist doch schon mal ganz wertvoll. Aber das macht nicht genug Schaden, glaube ich. Ja, Gubrina macht das mit dem Ohren halt mehr Schaden als ich, ne? Ja doch, ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich den oberen da treffe. Komm, greif ihn an. Bah, nein! Was? Ach, wegen der Elektrizität. Aber zumindest, weil er am Fliegen war, ist halt nicht mehr am Fliegen. Und er muss angreifen. Boah, 6 Schaden. Ja, nee, ist klar. Nee. Jetzt reicht's aber. Ich mach da keine Späßchen mehr. Jetzt reicht's mir. Jetzt gibt's noch mal ein fettes Erdbeben. Ja, noch mal.
Ihr werdet euch wünschen, niemals in die Cooper Academy Zauberei gelernt zu haben. Geht zurück zum Gleis 9¾ und lasst mich in Ruhe. Ihr Idioten. Bam. Schön. Schön gesagt, Mario. Thank you so much. Und ein Like wäre auch noch schön auf das Video. Ja, oder? Mama Luigi hat gewonnen! Schon wieder! Mario! Bowser? Mario! Oh, was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer? Bomber scheint ja eine Menge Feinde zu haben. Eine unglaubliche Wendung. Dass ich ausgerechnet dich hier in Falkenland treffe. Tja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Und bevor ich mir das Sternenwehr schnappe, bekommst du auch noch deine Lektion. Was? Was zur Hölle? Gegen Bowser aus dem Nichts? Heute zeige ich dir, was wirklich in mir steckt. Soll ich gar nicht wissen. Aber Gabriela, das ist Bowser. Kannst du mir ein bisschen was über ihn erzählen? Also eigentlich müsste ich dir was über ihn erzählen, aber vielleicht hast du ja auch Erfahrung. Das ist Bowser! Aber was macht der denn hier? 30 KP, 3 Angriff, 1 Verteidigung, ein gefährlicher Gegner. Besonders fies ist ein giftiger Biss. Danach sinkt deine KP ganz langsam. Nach seinen Sprungattacken kannst du bestimmte Techniken nicht mehr nutzen. Konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Ja, das hätte ich so oder so jetzt gemacht. Aber, ja, ich hätte das recht. Also, ich kann mal auf ihn draufspringen? Soll ich es probieren? Ich probiere es. Okay, man kann auf ihn draufspringen, aber er hat super viel Verteidigung, ne? Vielleicht ist der Hammer hier besser. Boah! Sein Feueratem! Gar nicht gut. Okay, wir wechseln aus zu Little Boshi. Den mag ich jetzt gerade mehr in die Situation. Und ich probiere mal den Hammer aus! Bam! Oh doch, der Hammer macht besseren Schaden. Oder? Hat er nicht gleich viel? Ach, keine Ahnung. Nein, Boshi! Er ist vergiftet! Gar nicht gut. Stampfattacke. Machen wir die Stampfattacke. Drücke ZR so oft wie möglich. Okay. Hey! Oha, 4 Schaden! Irgendwie Bowser beschreit so, ja, ja. Finde ich lustig. Aber, na gut, wir sollten nicht so viel lachen. Diese Situation ist überhaupt nicht lustig. Ja. Tschüss. Hey, das war nicht nett. Du bist auch nicht nett. Boah. Dame Yoshi. Hey, was zum... Nein. Nein! Oh Gott, er ist fast down! Oh oh, wir sollten ihm helfen. Items. Ich gebe ihm, glaube ich, einen Hotdog. Hier, Kollege, einen Hotdog, nimm ihn. Ja, den habe ich extra vom Schwein. So, und du? Machst du meinen Vatersprung? Sehr schön. Das war gerade einfach unsere beste Attacke, ehrlich gesagt. Ja, genau. Typische Mario. Findest du das eigentlich gut, deine Gegner so fertig zu machen? Hä? Hä? Das bist eigentlich du, der das immer macht, Idiot. Das ist zumindest Vergiftung bei ihm weg. Das sieht trotzdem gar nicht gut aus. Eieiei. Nein, nicht ihn vorne haben. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine absolut schlechte Idee. Was mache ich denn jetzt? Blöde Situation hier, wenn ihr mich fragt. Ich könnte eine Show-Einlage riskieren. Ne, ich mache ihm Schaden. Ne, ich will ihm Schaden machen. Ich hau ihm noch mal eins auf den Deckel. So, jetzt aber 10 Leben. Dann noch mal Stampfattacke und dann in der nächsten Runde kann ich ihn besiegen. Vielleicht. So, so gar nicht spammen. Was? Er heult ja fast schon. Okay, jetzt sagen wir es nur Marius. Oh, Vergiftung hat nicht funktioniert. Sehr nice.
Hohoho, Bowser, du hast dich mit den falschen Klempner angelegt, Kollege. Es ist aus und vorbei! So, und noch einmal mit dem Hammer schön auf ihn drauf. Ich hab noch rechts genug gehalten, das war ein Grund. Bauchschmerzen. Tja, weiß auch nicht, was dein Plan war, Kollege. Ja, das sind unser Bamba! Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden! Du bist unschlagbar, Bamba, und wir warten gespannt auf deinen nächsten Kampf! Der unbekannte Kämpfer? Kennt ihr Bowser nicht? Aber für heute ist unsere Vorstellung beendet, also bis bald in der Arena! Wow, wir sind jetzt in den Top 5 Kämpfern hier! Wir haben es weit gebracht. Ja, ist okay, auch 19 Münzen. Nice! Rang 5 erreicht. Sehr, sehr schick. Kriegen wir wieder irgendwas von einem unbekannten Fan? Von X? Dass dieser Kälter plötzlich aufkreuzt. Etwas erschrocken war ich schon. Ja, und erschöpft bist du auch, wie man sehen kann. Also komm, ruhen wir uns ein wenig aus für dich, Kleiner. Und ich höre ja auch direkt ab, ehrlich gesagt. Aber komm, einen Kampf können wir noch machen. Können wir uns doch auf Rang 4 hochkämpfen. Und dann in der nächsten Folge diese Kämpfe hier ein für alle Mal beenden. Würde ich vorschlagen. Also los! Ah, Bomba! Okay, der nächste geht nach Rang 4. Du kämpfst gegen Lanzissimo. Wenn du kämpfst, solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Versteht ihr? Wenn die Sterne fliegen, die Höhen, bringen uns also ein Highlight. Jetzt haben wir guten Kampf. Ja, ich hatte sowieso vor, endlich mal meine Sternleiste jetzt aufzubrauchen. Von daher, das passt schon. Bomba, wir sehen auf dich. Jo, danke, Mann. Los geht's, der Kampf wird sehr easy. Mann, ich hab schon wieder Yoshi hinter mir. Mann, ich muss doch bestimmt ihn jetzt scannen. Oh ja, den muss ich auf jeden Fall scannen. Was ist das denn für einer? Die Gegner von dem Kampf sind Bomba Luigi, der Hüter der Finsternis Lanzissimo. Also los, bist du ready? Aus dem letzten Mal das Licht des Tages erblickt, Mario. Bomba Luigi. Ich vergesse mal, dass sie ihn Bomba Luigi nennen. Aber ja. Meine Stimme gibt schon auf. Nur zumindest eine Standacke. Ja, ja. Aber jetzt muss ich erstmal Gumbrina rausholen, die Runde hier verschwenden und ihn scannen. Wir müssen so viel Info von unseren Gegner bekommen wie nur möglich. Für einen schönen Vorteil. Das ist ein Lanzherr. Lanzherr sind schwer bewaffnete Rabenviecher. 20 KP, 6 Angriff und Verteidigung. Ziemlich starker Gegner. Sein Lanze schützt ihn leider vor Sprungattacken. Ich fürchte, das könnte ein ziemlich schwieriger Kampf werden. Keine Verteidigung, aber so viel Schaden und so viel Leben. Boah. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, Umbrina. Verstehe, was du meinst. Okay, machen wir das Maxi-Beam auf ihn drauf. Wir müssen so oder so einsetzen. Also okay, wir können theoretisch irgendwas einsetzen. Aber dennoch, damit machen wir zumindest schon mal, wenn wir es richtig timen jetzt, 6 Schaden. Das ist schon mal ein netter Anfang. Bei 20 Leben, Bowser hat jetzt 30 gehabt, also er hat jetzt, ne, nur so ein Stückchen weniger als Bowser. Und macht mehr Schaden als Bowser, will ich kurz bemerken, anmerken. Also das wird ein Kampf jetzt. Aber okay, was erwarte ich hier bei den Top 4 Kämpfern? Natürlich einiges. Ah, du kannst hier nicht mitkämpfen. Okay. Wer kämpft denn hier am besten mit? Boah, die machen alle nur... Mach Schampfattacke. Nur Kupio nicht. Allerdings, du kannst ihn auch auf... Na, macht nur Sinn bei mehreren Gegnern. Machen wir Kupio. Ich glaube, Kupio ist am sinnvollsten. Ja, aber er tankt da nicht so viel, ne? Blöd. Echt blöde Situation. Hey, Schluss damit. Blöder Knochen trocken. So. Machen wir den Hammer. Bam. 4 Schaden. Der ist schon bei der Hälfte. Das geht ja schnell. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen zu überschätzt. Genau. Bam. Bam. Nächste Runde ist er platt. Ganz sicher. Aber ich gleich auch, wenn ich die nächste Runde nicht besiege.
Also Beeilung! Ja, setze den Panzerstoß ein. Das sollte genügen! Sehr schön! Ja, war ein netter Kampf. Wir haben einiges gelernt. Ja, Aurora benutze ich irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht. Gewonnen schon wieder! Ja, Kupio. Immer wenn ich ihn rausnehme, hat das auch einen Sinn. 20 Münzen, du verbesserst dich. Sehr gut. Mach weiter so. Rang 4! 3 Kämpfe noch und wir sind Rang 1. Also Leute, wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet in der nächsten Folge ein. Da wird einiges abgehen wieder. Warte mal. Mario, du hast wieder eine Mail bekommen. Schau mal nach, Mann. Jo, ich schau mal nach. Geh zur Telefonzelle vor der Arena. Von X. Also wieder eine Mail von diesem X. Zur Telefonzelle? Irgendwo habe ich schon mal eine gesehen. Suchen wir sie. Okay. Dann suchen wir die gleich mal. Was zum... So?